Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stamm, kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben nicht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Keim, was bedeutet Keim? Kain ist eine mythologische Geschichte von zwei Brüdern, von einer der schwerreichsten Familien in der mythologischen Zeit. Ja? König Kain und sein Bruder Abel. Das Wort Kain ist eine starke in seinem Ausdruck, eine kräftige Ausdruck. Kaum zu genießen. Abel ist musikalisch, es ist süß. Und mythologisch bedeutet dieser Kontrast von Neid und Eifersucht auf die gute Laune von einer, der keinen Kampf stellte, und einer, der nur kämpferisch war. Und durch diese Enormität von unterschiedlichem Charakter, ja, tötet sein Bruder. Diese wunderschöne Muse, ja, der Titel in Deutsch, eine Muse des Meisters. Das ist in 79 gewesen. Sie hat ihre Hände zusammen. Und ich sah die längste Finger, so wie ich erzählte auch gestern, so wie meine verstorbene Olga Maria, meine Mama. Sie war sehr groß und lange Finger. Und diese lange Finger, die haben mich auf dieses Bild enorm fasziniert, und ihr Blick, die sie schaut, weit, Sehnsucht. Kunst ist für mich ein Kaiserschnitt. Ich verbiete mir alles, wenn ich male. Ich verbiete mir auch die vergangenen Gedanken, und mit einer enormen Musik. Diese Musik ist eine wunderschöne, wunderschöne Frau, die ich liebe sie. Das ist die Primadonna und Sopranistin Silvia Amort. Fast alle meine Bilder, seit die wir kennen, habe ich mit ihrer Stimme gemalt. Time ist eine Idee von mir gewesen vor Jahren. Leerstehende, interessante Lokalitäten versuchen zu bekommen, so lange künstlerisch zu nützen, Leuten, Künstlern zur Verfügung zu geben. Hier am Stand geht es mir speziell, News zu bringen. Das ist mein Freund Conte Filippelli. Hier einen jungen Polen, der mit einer Liebe, muss ich sagen, und ich sammle 50 Jahre, über 50 Jahre selbst Kunst, auf Schrottplatz zusammensucht. Alle Künstler sind Psychopathen. Alle. Menschen, die abnormal. Ich bin normal, weil ich, jetzt kommt ein wunderschöner Ausdruck, ich male meine schönen Bilder mit Spaghetti, ja, Aglio e Peperoncino, okay?